Moin Leute, was geht? Im letzten Video haben wir uns hier das Freestyle-Event reingezogen, ja, das letzte Event, also den Boss-Fight sozusagen. Gegenseitiger Nutzen haben wir jetzt mal gemacht und dafür haben wir das Hovercraft, das ultimative, was ist das jetzt hier? Freestyle. Ultimative Freestyle-Fahrzeug gegönnt, ja. So, das heißt, wir haben jetzt den P1, wir haben den Helikopter, wir haben das Hovercraft oder Hovercraft, ist mir aber echt scheißegal. Aber den haben wir noch nicht. Ja, bei Pro Racing gibt es noch den Aston Martin Vulcan. Auch auf jeden Fall ein interessantes Auto. Ich fand den bei Need for Speed Payback eigentlich schon optisch sehr, sehr geil. Und ich hätte ihn auf jeden Fall auch gerne hier im Spiel. Kaufen kann man die ganzen Fahrzeuge nicht. Du kannst sie wirklich nur immer gewinnen, wenn du diese Bossfights hier ganz links machst. Und weil da auch immer viele nachgefragt haben. Ich glaube, du musst wirklich. Hier müssten, glaube ich, nicht. Ja, wir müssen jetzt zum Beispiel 89%. Wenn da bei euch 50% stehen, dann könnt ihr das, glaube ich, hier machen. Ja, heute auf jeden Fall Pro Racing. Das war ein bisschen schwieriger, glaube ich. Also, besiege den Champ. Ich weiß auch wieder nicht, wie er heißt. Keine Ahnung. Also, hier hinten war, glaube ich, Tayo. Hier bei Freestyle ist die Sophia. Und hier, keine Ahnung, auch irgendein Typ. Ich weiß den Namen nicht. Und hier weiß ich den Namen auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir TC, also Touringcar, PB, Powerboat und A, Alpha Grand Prix, glaube ich, ne? Ja. Das wird auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller und ich würde sagen, aber wir probieren einfach mal gucken, was passiert. Wir können es ja nur auf normal starten. Ich würde gerne auf Asterix machen. Könnte ich eigentlich, ich habe alle Fahrzeuge letzte Stufe, aber geht nicht. Okay, man muss nicht die Autos noch auswählen irgendwie oder was? Da bin ich jetzt auch wieder gespannt. Es war bis jetzt immer so, dass irgendwann mitten im Rennen du einen Sprung gemacht hast und dann auf einmal hast du ein anderes Fahrzeug gehabt. Ah, okay, wird gar nicht ausgewählt. Okay, alles klar. Wie heißt er? Was steht da? Clarence. Ah, scheiße. Clarence und der fährt. Ah, das fährt das Bossauto schon. Ja, okay. Die Der fährt schon den Meisterschaft Vulkan. gehört mir. Ja, guck mal, hier fahre ich den easy weg auf der Geraden, kein Problem. Das erwarte ich aber auch, wenn ich hier auf normal spiele, ne? Nicht wie bei dem Freestyle da, Alter. Da spielst du auf normal, was normalerweise mit einer kleinen Stufe gehen sollte, geht aber gar nicht. Also, scheint zumindest so, weil ich bin da mit der höchsten Stufe gefahren und ich kam kaum weg. Alter, hier bin ich mit dem Ding auch noch nicht runtergefahren, ey. Auch geil irgendwie. Der Touring Car macht einfach richtig Bock, die Kurven zu fahren. Deswegen fahre ich auch nicht so gerne Street Race. Hypercar ist wieder was anderes, aber Street Race mag ich eigentlich gar nicht. Oh, der kommt ja gar nicht hinterher, Alter. Jetzt schon nicht. Ich hoffe, der Vulcan ist ein gutes Auto. Er wird wahrscheinlich eh nicht besser sein als der MC12 hier, aber das werden wir gleich rausfinden. Wenn ich den Wagen habe, werden wir erstmal gucken, was wir da tunen können. Wahrscheinlich nichts, weil das ein Touringcar ist, aber wir bauen auf jeden Fall nochmal alle Teile ein und fahren den auch nochmal irgendwo Probe. Einfach mal gucken, wie das Ding so abzwiebelt oder auch eben nicht. Also, wie war das nochmal? Also, wir haben hier Touringcar, als nächstes stand da Powerboat und dann Alpha, ne? Das heißt, da werden wir wahrscheinlich gleich irgendwann so einen Sprung ins Wasser machen. Dann wird er automatisch auf ein Powerboat wechseln. Wobei ich mich jetzt gerade frage, auf welches. Ja, jetzt kommt das Wasser. Ja, und welches Aus jetzt? Tricks und Gimmicks werden dir nicht helfen. Okay, er nimmt einfach irgendeins. Ja, gut. Also, da hat die Crew aber einen Fehler gemacht, ne? Weil bisher konnte ich immer vorher auswählen, welche Fahrzeuge ich benutzen will. Finde ich jetzt irgendwie total dämlich. Ich meine, hier ist zwar der Nitro-Mischer drin, aber guck mal, er fährt da hinten noch. Hier ist zwar der Nitro-Mischer drin, aber ja, keine Ahnung. Ich habe auch andere Powerboote, die aufgetunt sind, ne? Vielleicht will ich auch einen Punktebrecher benutzen, hallo? Also, verstehe ich nicht. So, und jetzt kommt das nächste Alpha Grand Prix, ne? Das heißt, dann werden wir gleich wieder einen Sprung machen. Auf die Straße und dann geht's weiter mit Alpha. Und mal gucken, wie das gleich ist. Ach du Scheiße, Alter, wo fahre ich denn hier lang? Ah, gut, ja. Bob, bam, bam, boah, Alter. Digga. Wenn der Typ ist ja noch relativ weit weg, ne? Aber. Ja, man sieht ihn gar. Alles klar. Zweimal tot, jo. Ja, jetzt sieht man ihn auf der Karte. Ich lasse ihn mal so lange groß. Ja, was fahre ich bei dir für eine Scheiße zusammen, Alter? Das ist eine MK1, Junge. Da kannst du easy ausweichen. Theoretisch. Boah, bergab ist echt scheiße, ne? Die ganze Zeit das Ding vorne hoch, ey. Ja, optimale Wetterbedingungen auch natürlich, ne? Schön im Schnee hier und bei Nebel noch. Beides passt.
Ja, jetzt kommt Alpha. Ja, habe ich auch gewusst. Er nimmt auch wieder irgendein Alpha, was ihm da so gerade gefällt, ne? Die reinste Form ja. Des Sports. Warum nicht? Man, auch hier ist wieder der Nitro-Mischer drin, aber trotzdem, Alter. Digga, was ist das? Ja, da sieht man mal, man muss hier gar nichts können auf normal. Das schaffst du eigentlich auch so. Ach du Scheiße. Ich werde übrigens auch die Rennen nochmal im Livestream, also auf Twitch, dann werden wir die nochmal auf Ass machen. Einfach mal gucken, wie schwer das dann ist. Digga, ich bin aber auch behindert, ne? Ich halte die ganze Zeit den linken... Ich ziehe die ganze Zeit den linken Stick zurück, Alter. Wie so ein Vollidiot. So, weißt du, wie bei Boot. Ich denke die ganze Zeit, da kriege ich extra Speed oder so, ey. Absolut dämlich. Ja, Formel 1 im Schnee, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Aber was soll's. Ja, komm, mach! Jalla! Der Typ kommt zwar eh nicht hinterher, aber egal. Ja, genau. Digga, wo will er denn hin? Ey, ich fahr mir eine Scheiße zusammen, ne, heute. Aber ich muss euch... Also im Schnee kann ich auch wirklich gar nicht fahren, ne? Also... Regen ist schon assi, Schnee ist assi, Dunkel ist assi. Nebel ist auch nicht so geil. Ach, mein Gott. Weil du einfach auch teilweise nicht siehst, wo ist die Straße zu Ende, wo fängt sie an, ne? Ich meine, hier geht jetzt noch, aber wenn du in die Wüste fährst, dann ist das echt schwierig zu unterscheiden, ne? Oh, da läuft ein Fuchs rum. Fast 90%, weit ist nicht mehr. Ja, ich sehe alles. Sonne blendet nicht, nee. Ich finde auch, muss ich ehrlich sagen, relativ schade, dass man hier bei so einem Boss-Fight irgendwie so wenig Geld bekommt nur, ne? Ich meine, wir fangen jetzt zwar auf normal, aber... Selbst auf Ass war ja schon mal im Street Race Event so, da kriegst du halt echt kaum Geld. Und für einen Bossfight sollte man eigentlich mehr Geld bekommen. Ah, 6 Minuten ist das Ding durch. Jetzt kommt schon wieder eine Cutscene, da halte ich mal kurz die Fresse, würde ich sagen. Wenn er denn mal lädt irgendwann. Warum redet da jetzt keiner? Haben die das irgendwie vergessen oder was? Ah, jetzt vielleicht. Aha, Siegerehrung. Trocken, keiner sagt was. Alter. Ist das bescheuert. Achso, das war's. Meister der Ilial-Linie. Jetzt haben wir wieder ein paar Units bekommen hier. Ja, toll. Schlage Clarence Bishop den Drift, den Pro Racing Erben im Rivalen, den bla bla. Ja, ist doch egal. Ein paar Units bekommen, schadet nicht. Wollte gerade sagen, was ist mit der Anzeige? Ah ja, jetzt. Da war keiner geredet, ne? Ah, jetzt kommt noch eine Cutscene. Ah. Okay, jetzt halte ich die Fresse. Er nicht für kaputt hält. Er findet die Rennen gut, wie sie sind. Er glaubt, wir jagen einem Trend nach, statt beim Bewerten zu bleiben. Vielleicht hat er recht. Aber wer nur beim Altbewerten bleibt, verschwindet. Tradition hat einen Wert, aber sie darf nicht das einzige Programm sein. Ist das ein iPhone oder was? Wer wir sind, ist nicht, wer wir sein werden. Wir haben eine ruhmreiche Vergangenheit und bewegen uns in eine ungewisse Zukunft. Aber eins ist sicher. Wir werden schöner Zwölfzylinder hier an der Stelle. Bahnen, statt anderen zu folgen. Und jeder, der behauptet, dass wir das nicht können, naja, der soll uns einfach aus dem Weg gehen. D-
Das große Finale der Live Extreme Series, der Kampf aller Champions, ist jetzt verfügbar. Ja, oh, davon habe ich schon gehört. Der ultimative Bossfight. Wo? Live hat dieses Super-Tuper-Spektakel organisiert. Du trittst nacheinander gegen Tuck, Tio, Sophia und Clarence an. Es geht um das große Ganze und enormes Prestige. Du wärst so eine Art Champ der Motor Nation. Das klingt so gut. Wir könnten das auf Visitenkarten drucken oder so. Davon habe ich schon gehört. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, wo es aufgetaucht ist. Warte mal, wir gucken mal bei Aktivitäten. So, das hat mir nämlich irgendeiner schon im Livestream erzählt. Wenn du jeden Boss besiegt hast, hier im Street Racing, Offroad, Freestyle, Pro Racing, wenn du die alle besiegt hast, gibt es noch einen ultimativen Endfight, wo du gegen alle Bosse gleichzeitig kämpfen musst. Das müsste dann hier bei Live Extreme sein, wo ich bisher noch gar nichts gemacht habe. Und das kann ich sogar, jetzt kann ich schon sehen. Da ist es. Live Extreme Series, das große Finale. RXHC, also RX ist glaube ich Rallycross, ne, genau. HC Hypercar, schon mal geil, Baba-mäßig, werde ich schon mal rasieren. JS Jet Sprint und A Alpha Grand Prix. Ja, also gemischt, also Rallycross bin ich jetzt nicht so gut, Jet Sprint bin ich auch nicht gut. Aber hier Hypercar, ne? Da wird schon mal safe rasiert und Alpha Grand Prix denke ich mal auch. So, ja, das werde ich aber glaube ich erst machen, wenn wir die ganzen Live Extreme Series hier beendet haben. Das werden wir aber alles im Livestream machen. Also die ganzen Sachen hier werden wir alle auf schwer beenden, aber alles im Livestream. Und zu dem Endfight werde ich, glaube ich, auch nochmal ein Video machen. Das wird ein heftiges Event, Alter. Das ist das letzte Ultima, also das letzte, ja, der Final Boss Fight, ja. So, und das Ding habe ich schon mal gesehen, da muss man mich hinten rechts in der Ecke stehen. Aber dass ich ja auch nicht rennen kann im Spiel, so Schleichmodus, ne. Wo bin ich denn jetzt vorgelaufen? Hä? Achso, hier ist eine unsichtbare Wand. Ah ja. Ah, alles klar. Okay. Ah ja, da ist er ja. Aston Martin Vulcan als Touring Car. Digga. Ey, warum gibt's den nicht auch als Hypercar, Alter? Das wäre doch voll geil gewesen, Mann. Aston Martin Vulcan als Hypercar wäre schon geil. Guck mal, der sieht schon so, so geil aus, ne, der Wagen. Ist schon krank, mal die Lampen hier vorne. Fand ich ja schon immer geil. Egal, wir holen jetzt ihn jetzt ab und dann gucken wir mal. Da ist er, Aston Martin Vulcan. Ah, das sieht... Also eigentlich muss ich ja sagen, finde ich die Kombo geil, ne? Schwarz und Carbon halt. Ist halt schon eigentlich das Beste. Oh, aussehen, was kann man machen? Andere Felgen, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die eigentlich geil, die drauf sind. Auch die Farbe ist geil, passt eigentlich. Bremszettel, ja, schwarz. Pff, könnte man jetzt auch rot machen oder was, ne? Aber, ja, komm, von mir aus machen wir es rot, scheiß drauf. Ja, ansonsten war es dann schon, ne? Also wir können jetzt hier eine Farbe anbringen. Was hat er für Standardfarben? So ein Mintgrün? Keine Ahnung. Was ich geil finde, der hat automatisch schon ein schwarzes Dach, ne? Also, ich glaube, in Weiß wäre der Wagen auch nicht schlecht. Oder Grau. Rot haben wir. Das ist Metallic. Haben wir noch einen Standard? Ich will mal in Weiß gucken. Oh, Weiß scheppert der aber schon am meisten, Alter. Vor allem mit dem Akzent vorne in der Schürze drin. Das ist schon geil. Ich finde sowieso, schwarz-weiß ist einfach die beste Kombi, die es überhaupt gibt, ne? Da ja, komm, scheiß drauf, wir machen den weiß. Das ist geil. Warte mal, Prestige-Objekte? Wir haben ja noch andere. Ja, die haben auch einen weißen Rand, so eine weiße Schrift. Guck mal, die sind ja schon wieder viel... Das sieht ja schon wieder viel besser aus, ne? Warum leuchtet das weiß eigentlich nicht? Das wäre eigentlich auch geil gewesen, aber gibt's nicht sowas. Dann machen wir die drauf und... Reifenqualm noch? Ich weiß nicht, ey. Ach komm, wir machen den einfach mal hier Arschlecken. So, scheißegal, ey. Ja, das war's. Jetzt können wir noch Leistung machen und dann gucken wir mal, wie der so fährt, der Wagen. So, wir haben 820 PS standardmäßig an Bord hier. Ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, viel geht da nicht. Vielleicht knackt er die 1000, aber ich glaube, das wird ja schwierig. Wir gucken mal. Oh ja, doch. Ey, echt, hab die 1000 geknackt, Alter. 1026 PS, Höchstgeschwindigkeit angegeben mit 400 km/h. Aber darauf können wir ja nichts setzen. Wir fahren einfach mal. Also, schmackhaft sieht der Wagen auf jeden Fall aus. Das ist ein geiles Auto, optisch ganz krank. Ich würde mir auch wünschen, dass er wirklich ein Hypercar reinkommt. Wir hören mal kurz den Sound. Kickt mich jetzt irgendwie gar nicht. Ach, scheiße, wollte mal von drinnen hier nochmal gucken. Haben wir gar nicht angeguckt. Alter Schwede. Also, das ist, denn das nenne ich mal Carbon, ne? Also, Aston Martin Logo ist noch da. Aber sonst, Digga, hier ist ja wirklich alles aus Carbon, ne? Das komplette Armaturenbrett ist ein Carbon-Teil, Junge. Leck mich fett. Hier ist auch nichts mit Deko oder so. Das ist echtes Carbon, ne? Richtig, hier. Guck mal da, gibt noch keinen Türgriff mehr, nur noch Schlaufe. Ja, so muss das aussehen.
Ja, Sound macht ja keinen, wir fahren einfach mal. So, Golden Hills, Every-Zone-Strecke, die habe ich, glaube ich, immer genommen, um Touring-Car zu testen. Well, jetzt wollen wir mal gucken. Also, wir haben Nitro-Mischer am Start, ja, klar, logisch. Aber ob der mit dem MC-12, alles hat laut. Ob der mit dem MC-12 mithalten kann, weiß noch nicht, mal gucken. Ja, der geht schon mal gut weg. Oh, der ist sehr stabil, Alter. Ah, schön innen hier vorbeigezogen, so muss das sein, ne? Warum fahren die eigentlich so rücksichtslos immer, Alter? Die fahren ja einfach rein, das ist denen scheißegal, ob du da stehst oder nicht, ne? Digga, ich komme mir vor wie im Elektroauto, ich höre die anderen, aber mich höre ich überhaupt nicht. Oh, 400 haben wir schon mal, nice. Also der Wagen ist zwar sehr stabil, lässt sich auch ganz gut fahren, aber ein bisschen Profi-Einstellungen würden den, glaube ich, echt gut tun. Also ein bisschen zum, keine Ahnung, so Aerodynamik, ein bisschen zur Front nochmal regeln oder so. Das wäre, glaube ich, echt nicht verkehrt, weil guck mal hier so, der geht manchmal nicht so schön rein in die Kurve, ne? Hat er ja so enge Kurven, das ist nicht so sein Ding. Das könnte man aber damit locker noch beheben. Ja, du hast keinen Nitro-Mischer, schade, wa? Einmal leer machen die Bude, so. Die Geier haben jetzt die ganze Zeit schön Windschatten gezogen, aber was willst du machen? Schön, lässt sich schön reinfahren. Aber der kommt halt wirklich gar nicht mit dem Heck, ne, null. Ja, jetzt, da musst du aber schon Extrembedingungen haben, ey. Ansonsten macht er das nicht gerne, das fehlt mir ein bisschen. Also denk mal, wenn man da ein bisschen Aerodynamik zur Front macht, dann ist das schon gut. Ja, hier zum Beispiel. Man muss jetzt Gas loslassen. Also die Kurve sollte der so fahren können. Und die hier eigentlich... Alter, auch. Aber Sound ist irgendwie gar nicht vorhanden, ne? Ja, macht schon echt... Also Touring Car fahre ich echt schon gerne eigentlich. Vor allem ist auch kein Verkehr oder so ein Scheiß, ne? Das ist halt auch geil. Ich weiß nicht, was der für einen Motor drin hat, ne? Keine Ahnung. Schwer rauszuhören, Alter. Könnte ein 8-Zylinder sein. Oder ein 12er. Ich glaube, es ist ein 8-Zylinder. Weiß ich. Also... Vom Klang her würde ich sagen 8 oder 12, aber ich tendiere eher zu 8-Zylinder. Wer da Ahnung hat, kann das ja gerne mal reinschreiben. Ja, okay, haben wir natürlich gewonnen. Oh, zwei Oldteile. Jetzt sind die aber hier richtig spendabel oder was, ne? Zwei Goldteile, die nehme ich sogar mit, Alter. Die sammle ich sogar ein. Das lohnt sich ja sogar. Lol. So, ihr seht selber, optisch, das Ding ist auf jeden Fall eine 1 plus. Ja, Digga, das ist diese Ansicht, ne? Boah, Bruder, Alter. Die ist schon... Ich finde den wirklich von jeder Seite geil, den Wagen. Der ist... Digga, warum ist der nicht in Hypercar drin, Alter? Bitte. Ubisoft, bitte, mach dieses Auto als Hypercar rein, Alter. Es gibt viel zu wenig Hypercar. So, bitte fahr mir jetzt nicht rein. Okay, Ehre. Bitte macht mehr Hypercars rein, Alter. Das wäre so geil. Es gibt gefühlt 100, was weiß ich, 200 Street Race Autos. Aber nur 20 Hypercars, Mann. Das ist scheiße. Ich habe bald alle und dann weiß ich gar nicht mehr, was ich fahren soll, ey. Naja, auf jeden Fall gutes Auto, sehr gutes Auto. Muss man echt sagen, er geht gut nach vorne, der ist schön stabil zu halten, leicht zu fahren. Allerdings, er müsste ein bisschen mehr in die Kurve reinballern können. Aber wenn man Aerodynamik ein bisschen auf Front stellt, ist das, denke ich mal, schon geregelt. Ich hau hier ständig mal aufs Mikrofon heute. Ja, ich denke mal, den Wagen werde ich auf jeden Fall öfter fahren. Die ganzen nächsten Touring Car Events werde ich auf jeden Fall damit machen. Einfach mal so ein bisschen besser austesten noch. Ein paar Profi-Einstellungen mal probieren. Und ja, schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit dem Fahrzeug rein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream dann bald. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao. Ja.